35 Tage noch bis zur Fußball-WM, aber vorher steht nochmal der Abschluss der Bundesliga an. Du bekommst meine Tipps zum 34. Bundesligaspieltag. Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Ja, für die Schalker geht es um gar nichts mehr. Die können sich absolut selber beglückwünschen zum Gewinn der Vizemeisterschaft. Ja, haben das auch ausgelassen gefeiert, so wie mancher wahrscheinlich auch eine richtige Meisterfeier feiern würde. Ja, für Schalke geht es um nichts mehr, außer um sich zu Hause gut zu verabschieden. Ich glaube, den Satz werden wir heute nochmal häufiger hören. Ja, aber Schalke könnte nochmal Revanche nehmen für das DFB-Pokal-Halbfinale, treffen auf Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ist jetzt wieder aufgewacht durch das Heimspiel gegen den HSV, wo sie aus meiner Sicht auch die bessere Mannschaft waren. Das heißt, ja, es könnte da so diese Form, die Formkurve, die so ein bisschen nach unten zeigte, könnte jetzt so langsam wieder Aufschwung nehmen. Dennoch wird es natürlich sehr schwierig für die Frankfurter hier auf Schalke zu gewinnen. Ich tippe hier einfach mal auf ein Unentschieden, 2:2. Ja, Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, für beide geht es um alles jetzt hier, ne? Also der HSV muss gewinnen, wenn er noch Chancen auf den 16. Platz haben wird. Er muss gewinnen und gleichzeitig auf den Patzer von Wolfsburg hoffen. Ja, und Borussia Mönchengladbach ist 9., hat noch rechnere Chancen für die Europa League, müsste allerdings halt auch gewinnen und dann auch noch auf die Patzer der anderen hoffen, um hier in die Europa League noch einzuziehen. Das heißt, das könnte ein ganz interessantes Spiel werden. Vielleicht werden beide ein bisschen am Anfang taktisch ein bisschen abwarten, aber irgendwann müssen sie beide die Schleusen öffnen und munter nach vorne spielen. Und der HSV, der das zuletzt zu Hause sehr gut gemacht hat und Borussia Mönchengladbach schon seit längerer Zeit auswärts nicht so wirklich was reißen kann, tippe ich hier mal auf einen Sieg des HSV 3:2. Aber ob das denn auch reichen wird, das werden wir erst im Tipp von Wolfsburg gegen Köln sehen. Bayer Leverkusen gegen Hannover 96. Ja, Bayer seit dem DFB-Pokalspiel gegen Bayern München absolut in der Formkrise drin und interessanterweise hakt es halt in der Offensive. Also da kriegt die Werkself seit geraumer Zeit auch nicht mehr viel zustande. Jetzt 3 Spiele schon kein Tor geschossen. Dazu fehlen noch einige Spieler. Ich glaube, Alario fällt aus. Ja, klingt eigentlich so nach einem Comeback von Stefan Kießling, der vielleicht im Heimspiel gegen Hannover nochmal irgendwas netzen kann und so Bayer zur Champions League schießen kann, denn für die geht's noch um viel, ja. Also da geht's ja darum, kommen sie halt in die Champions League rein. Europa League ist halt schon safe und für Hannover 96 geht's um gar nichts. Auswärts lief's da ohnehin nicht so gut. Ich tippe, dass heute oder dass am Samstag der Knoten platzt für Bayer. Leverkusen gegen Hannover 2:1. Freiburg gegen Augsburg, ja, so ein kleines Nachbarschaftsduell hier, Baden-Württemberg gegen die Bayern. Ja, Freiburg zu Hause gegen Köln haben sie gewonnen gehabt, danach hielt allerdings die Strähne nicht an, gegen Gladbach, ja, zwar bemüht, aber am Ende gab es halt nur die Niederlage. Augsburg jetzt 3-mal mit einem Unentschieden im Folge auswärts. Für die Freiburger könnte das dann schon ein wichtiges Spiel werden, weil sie nämlich auf Platz 16 noch abrutschen können, wenn es schlecht läuft und die Wölfe halt gegen Köln gewinnen und bei Freiburg halt gar nichts geht. Für Augsburg kann das völlig egal sein und die Freiburger sollten, glaube ich, tunlichst vermeiden, dass sie hier in die Relegation kommen. Weil ich kann mir vorstellen, dass sie gegen Holstein Kiel so in 2 Entscheidungsspielen möglicherweise ziemlich alt aussehen könnten. Ja, ich glaube aber, dass das letzte Spiel zu Hause gut lief und für Augsburg es eigentlich um gar nichts geht, sich noch nicht mal mehr vom eigenen Publikum zu verabschieden. Freiburg gegen Augsburg 2:1. Hertha gegen RB Leipzig. Hertha mischt nicht mehr mit in dem Kampf um Europa. Aber die Jungs haben sich echt was aufgebaut, gerade mit Davy Selke, der jetzt wieder netzt, ist ja auch verletzungsfrei geblieben. Dann kam allerdings die unglückliche Niederlage in Hannover, das hat jetzt auch nicht Not getan. RB Leipzig scheint aus der Krise auch ein wenig aufgewacht zu sein, haben zu Hause gegen VfL Wolfsburg gewonnen, haben das auch gut gemacht, haben ein gutes Spiel gezeigt. Auswärts lief es, ja, wie zuletzt jetzt auch nicht so gut für die Leipziger. Dennoch, für die geht es halt noch um was. Leipzig kann noch in die Champions League einziehen und da brauchen sie natürlich alle Punkte, die sie bekommen können. Und dennoch müssen sie auch noch einen Europa League Platz safe machen. Ich tippe hier Hertha gegen Leipzig, einfach weil es für Leipzig um mehr geht, 1:2. Bayern München gegen VfB Stuttgart, ja, schade für Taifun Korkut, dass er hier im letzten Spiel, wo er noch Chancen auf die Europa League hat mit den Stuttgartern, hier ausgerechnet auf die Bayern trifft. Ja, und die spielen zu Hause und sie wollen zu Hause Jupp Heynckes ordentlich verabschieden. Ja, ihren Trainer, der ihnen doch wieder Stabilität und Erfolg gebracht hat. Das sah ja am Anfang der Saison auch nicht so aus. Ja, Stuttgart macht das richtig gut, kassiert wenig Tore, schießt wenig Tore, gewinnt aber halt meistens. Und das wird allerdings, glaube ich, in München nicht klappen. Dafür sind die Bayern zu stark. Und für die ist es halt nochmal wichtig, Jupp Heynckes zu verabschieden. Bayern gegen Stuttgart 3:1. Kommen wir zu dem Spiel, worauf die Hamburger dann auch noch schauen, nicht nur auf ihr eigenes Spiel. Wolfsburg gegen den 1. FC Köln.
Ja, die Wölfe mit einem ja doch irritierenden Auftritt gegen RB Leipzig, muss man wirklich sagen. Die kamen nochmal zurück nach der Pause, Bruno Labbadia hat gut gewechselt, dann standen sie hinten allerdings zu offen, dann ging halt auch nichts mehr für die Wölfe. Und man merkt halt, dass da wirklich ein Kämpfer im Mittelfeld fehlt, jemand, der vorangeht, der vielleicht auch Deutsch spricht und Kämpfer ist und halt wirklich eine Führungspersönlichkeit sein kann. Maxi Arnold ist ein super Fußballer, ist das aber natürlich jetzt nicht in der Form, ist halt eher ein Techniker. Ja, das merkt man schon, dass die Wölfe halt hier auf Abstiegskampf nicht wirklich vorbereitet sind. Aber ja, der 1. FC Köln hat zu Hause die Chance gehabt gegen Bayern München, hat das ordentlich gemacht, dann allerdings halt auch leider 1-3 verloren gehabt. Bei den Kölnern kann man wirklich respektieren, dass halt die Spieler hier diesen Weg mitgehen. Die sind mit Köln aufgestiegen, auch zu Nationalspielern geworden, sei es Hector und Thorn hat auch die Chancen hier nochmal ein Länderspiel zu machen. Und beide machen diesen Weg mit, wirklich absolut klasse, finde ich super. Dennoch, die Wölfe sind natürlich absolut am Taumeln und da geht wenig für die zusammen. Aber sie treffen halt auf den 1. FC Köln. Und wenn sie irgendwo mal Punkte holen wollen, die Wölfe, dann zu Hause gegen Köln. So, und da denke ich schon, dass es vielleicht ein vorsichtiges Spiel werden wird von den Wölfen, dass sie abwarten. Ich weiß es nicht. Aber am Ende muss ein Punkt für die rumspringen. Also das wäre schon eine große Überraschung, wenn sie hier nicht punkten. Aus meiner Sicht retten sie sich so auf den Relegationsplatz. Wolfsburg gegen Köln 1-1. 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Ja, Hoffenheim zwar auswärts in Stuttgart verloren, aber zu Hause natürlich eine absolute Macht, kann man nichts anderes sagen. Und haben sowieso einen Lauf gehabt. Und Hoffenheim, für die geht es natürlich noch um die Champions League, genauso wie Borussia Dortmund. Dortmund reichen unentschieden, um safe in der Champions League zu sein. Das Doofe ist nur, es gibt halt doch wieder Probleme. Dortmund zuletzt mit den Heimniederlagen gegen Mainz, dabei lief es zu Hause eigentlich ganz gut. Auswärts war schon längere Zeit nicht mehr das gute Thema. Und diese Partie haben wir schon häufiger am 34. Spieltag oder 33. Spieltag gesehen. Ja, und irgendwie grüßt ja immer das Murmeltier auch diese Saison wieder Hoffenheim gegen Dortmund relativ zum Schluss. Hoffenheim ist einfach sehr, sehr heimstark und ich kann mir vorstellen, dass Borussia Dortmund hier möglicherweise sogar aus der Champions League rausfallen könnte. Julian Nagelsmann möchte sich noch empfehlen für nächste Saison oder übernächste Saison für die Dortmunder, wahrscheinlich eher übernächste. Hoffenheim gegen Dortmund, ich tippe hier auf ein 3-0, möglicherweise zu saftig, aber irgendwie habe ich ein Gefühl, dass Hoffenheim hier durchaus was reißen kann. Mainz gegen Werder Bremen, ja, für die Mainzer kann man auch absoluten Respekt aufbringen. Ja, jetzt 3 Siege aus den letzten 4 Spielen, dazu natürlich sehr, sehr heimstark, die letzten 2 Heimspiele gewonnen. Bei Werder muss man sagen, es wirkt so ein bisschen, als würde offensiv die Puste ausgehen. Defensiv sieht das ganz gut aus, allerdings halt auch hauptsächlich, weil halt Pavlenka das Ganze extrem gut macht. Werder muss natürlich hier aufpassen, dass sie hier nicht das gleiche Schicksal nehmen wie letzte Saison, wo es unter Alexander Nuri zum Ende jetzt auch nicht mehr so gut lief. Gut, der hat jetzt nur verloren gehabt, Werder jetzt mit 2 Unentschieden in Folge, aber trotzdem ist natürlich so ein bisschen die Luft raus. Mainz gegen Werder tippe ich hier auf ein Unentschieden 1-1. So, liebe Leute, das waren meine Tipps für den 34. Bundesligaspieltag. Ja, das bedeutet, der HSV steigt trotz kämpferischer Leistung, trotz eines Sieges ab, direkt ab. Die Wölfe retten sich in die Relegation. Wir erleben eine Überraschung. Hoffenheim gewinnt, Leverkusen gewinnt, ja, Dortmund verliert. Das sind auf jeden Fall meine Tipps dafür. Wie tippt ihr das Ganze? Schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Leute, bleibt am Ball, macht's gut, euer Sören, ciao.